Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit coolem Helm. Richtig nice, das ist ja mal eine super Textur. Oder super Texturen. Das ist ja mal richtig scheiße. Oh je. Regnum und Grafikfehler. Tja, ja. Ich bin die Regnum Engine. Ich kann Grafiken nicht richtig darstellen. Gestern war wieder mal so ein Moment, da dachte ich wirklich, wollen die Leute noch, dass Regnum gut ist, wenn sie es immer schlecht machen. Sie beleidigen sogar diese Leute, die etwas Gutes über Regnum sagen. Da denkt man sich wirklich, okay, die erzwingen es. Egal wie viele Fehler es gibt in Regnum. Für mich ist Regnum immer noch sehr vorbildlich. Ah. Die sagt doch immer noch Monika zu mir. Hi. So, was machen wir heute? Ja, ich sollte ich mal wieder nachquesten. Irgendwie zeige ich euch immer nur Quests. Und Monster glauben, aber momentan kann ich nichts anderes zeigen. Naja, Schlachten machen wir jetzt noch nicht. Wir machen halt die Quests ein bisschen nach. Auch wenn sie nicht so abwechslungsreich sind. Kann ich euch ein bisschen etwas erzählen. Ja, gestern waren endlich mal wieder GMs on. Wahnsinn, dass die noch leben. Da fühlt man sich wirklich schon fast als, ja, wie soll man sagen, als eine Person, die nicht richtig wahrgenommen wird, erst durch die GMs dann. Ja, bisschen Hoheit erlangt, aber ja, pff, mir ist es egal. Wie gesagt, der Erfolg ist mir eine Schnuppe. Ich brauche Community, die was kann, etwas haben will und nicht irgendwie Ding. Und dann wurde ich halt ein bisschen, ja, wurde gesagt, ich hätte zu wenig Abonnenten und ich hätte zu wenig Aufrufe. Ob das ist klar, wenn man so eine riesen Konkurrenz hat, eine Mega-Konkurrenz hat und viele auch alles tun, um mehr Abonnenten zu haben, dadurch eigentlich Abonnenten von anderen Leuten klauen und so. Das ist wirklich im Gange. Und so etwas finde ich einfach unter jeder aller Sau. Und ja. Dass sie den nachher noch zugeben, dass sie selbst Abonnenten klauen und selbst andere Let's Player disliken und so. Das ist dann wirklich die unterste Schublade und solchen Menschen möchte ich wirklich gerne eins in die Fresse hauen. Und einfach mal die Qual sehen, was die erleben. Wenn sie mal entdeckt werden oder so. Es gibt ein paar YouTuber, die hetzen dann auf diese Flame und so ganz viele ihre Fans und dann ist nichts mehr gut. Dann kann der sich nicht mehr bei YouTube blicken lassen oder so. Oder wird immer die ganze Zeit disliked, also wenn er Videos hochlädt oder irgendwo schreibt. Und wenn ein Post viel Dislikes hat, dann verschwindet er vom Ding. Also wenn ihr irgendwann jemand seht, der bei einem Video, es muss nicht unbedingt bei mir ein Video sein, aber wenn ihr jemand seht, der irgendwas Doofes, Böses schreibt oder so, disliked ihn einfach, dann, ja, dann verschwindet der Post oder meldet es am besten. Weil die Fans und die Zuschauer sind eigentlich selbstverantwortlich, was sie lesen in den Kommentaren. Da dürfen sie gerne disliken, wenn sie mal irgendwas Böses sehen.
Oder liken, wenn ihr das Gutes seht. Was ist da ein Like schon? Also was ist, was braucht man für ein Like schon? Also bitte nicht zu zimperlich. Ein Let's Player wird nicht böse, wenn er Likes bekommt. Oder so. Er wird eher böse, wenn er Dislikes bekommt. Und dann ist nicht mehr gut. Ach komm schon. Irgendwas. Ich wette, das ist irgendwo in der Warzone. Oder wird geht zur Warzone? Dort, okay. Können wir gleich mal austesten. Ups. Hey. Was schreiben die überhaupt? Zu Omi nach Hause. Aha. So schickst du mich hin. Sicher irgendwo ins andere Reich. Okay, das ist jetzt nicht mal so schlimm. Was könnten wir eigentlich machen? Aber zuerst machen wir die Quest hier, sonst müssen wir dann immer wieder hier hingehen. Wilder Ork ist das wahrscheinlich. Oder große Bär, nein, große Bär sind nicht hier. Wilder Ork, wo bist du? Das ist ein Ork, Ork nicht. Auch nicht? Oder was? Also wilde Knechte sind doch im Wald. Was ist denn hier? Großer Bär. Wilder Ork, großer Bär, großer goldener Käfer und winziger magischer Käfer. Sorry. Winziger magischer Käfer ist das. Aha. Kann ich gleich mal meinen neuen Skill sein. Ich bin übrigens jetzt fast Level 27. Und das ist ja richtig fortschrittlich schon. Wenn man denkt, wie lange die Levels gehen. Diese Käfer, die töte ich so wenig, nur für die Quests eigentlich, dass ich gar nicht weiß, dass die hier sind. Es gibt so viele verschiedene Käfer und One-Hit-Kill. One-Hit-Kill. Ja, die sind auch ungefähr Level 13 und so. Ein bisschen höher schon, aber richtig low-level. So, Dele. Müssen wir noch etwas töten? Nö, wir müssen jetzt zurück. Komm. Ja. Also Pferdli, bring mich nach Fistgeld zurück. Und dann gehen wir noch in den Wald, die Orknests töten und dann können wir direkt eigentlich zum Eferia-Kessel und dort die Quest abgeben, die Reisequest. Dann haben wir wieder 9000 Erfahrung. 900 ist ein bisschen wenig. So, haben wir hier irgendwo Gesteine? Ich suche mal nämlich Gesteine. Wie viel habe ich jetzt überhaupt? 77. Oh, nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich schon so viel habe. Okay. Aber eben, die nützen mir nicht viel. Ich werde auch vielleicht mal die Waffen herstellen und werde sie dann verschenken, aber nutzen, keine Ahnung, wenn sie stärk sind natürlich.
Aber sie haben ja keine Bonus dann, nichts. Und ich will lieber ein paar Boni haben als sonst was. Schaden alleine oder Verteidigung alleine ist leider nicht so stark. So, antiker syrtischer Ring. Mana, wer braucht schon Mana? Okay, nehmen wir noch mal ein paar Quests an. Nach Korso muss ich hier. Und hier. Ah nein, jetzt haben wir genug Quests, also zu viel Quests zum Neujahr nehmen. Gehen wir hier hinten durch. Vielleicht noch kurz nach Korsum. Baby. Okay, noch eine Truhe. Oder ein Schatz. Ja, gestern hab ich endlich das erste Training gehabt im FC. Momentan ist es noch FC Liestal. Und hey, ich bin topfit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so fit bin. Wenn man alleine trainiert, da nimmt man es nicht so wahr, wie fit man eigentlich ist, wenn man dann sich mit anderen Leuten messen kann. Das ist schon richtig geil. Und hoffentlich kann ich bald ein bisschen verdienen vom FC. Das wäre nice. Oh, ein Gestein. Ein Gestein. Das nehmen wir mit. Mit meinem Magna drin. Und dort nochmals ein Gestein. Auch mit einem Magna drin. Ja, mit einem Magma drin. So, jetzt gehen wir nach Korsum. Hier drüben hat es noch manchmal noch Gesteine. Okay, hier war wahrscheinlich noch niemand. Heute Morgen. Und mit meinem Magma drin. Jetzt gehen wir hier oben durch. Mit einem Magma drin. Schade. Bisschen singen. Gibt es eigentlich Let's Play Musicals, also wo man richtig singt, die ganze Zeit? Wäre doch mal eine nice Idee. Katzenmusik singen. Hier drin? Oh nein, dort oben. Ein Pläne erhalten. Jetzt wieder zurück nach Fiskel, aber da gehen wir jetzt noch nicht durch. Jetzt müssen wir in den Ding weiter, oder? Was ist denn beim Goblinberg? Wahrscheinlich auch wilde Orks. Oder sonst irgendwas. Orkknecht, die brauchen wir nicht. Ja, das Pferd geht nicht gut über die Brücke, darum gehen wir außen herum. Nur weil hier eine Schlucht ist, muss natürlich eine Brücke sein. Also eine Brücke, ein Baumstamm. Sehr praktisch, man kann hier gar nicht den Weg ringsum oder unten durchmachen. Man muss natürlich eine Brücke machen, die so morsch ist. Und so eckig und kantig, dass man nicht drüber reiten kann, außer man geht ein bisschen seitlich. So, wilder Ork. Auch schon weiß. Zuerst die Defensiven, dann die Offensiven. Und am Schluss noch die Angriffsgeschwindigkeit. So. Und bam. Und bam. Und bam. Okay. Und jetzt. Nach Reira, glaube ich. Nicht? Wilder Wolf sind doch auch hier, oder?
Ausgewachsener Wolf. Ein wilder Wolf ist wahrscheinlich stärker. Dann müsste hier unten ein wilder Wolf sein, ja. Weil hier die Ebene hat dann die wilden Wölfchen und der Wald hat die ausgewachsenen Wölfchen. So. Das haben wir auch. Und jetzt noch junger Zyklop. Ja, dachte ich's mir. Haben wir auch. Und jetzt noch eine. Und dann haben wir Level Up. Level Up. Mal kurz was trinken. Den Mund befeuchten. So, Dele. Einen Burggraben ohne Burgmauer. Okay. Ah. Muss man wieder zurück. Nochmals. Nochmals. So. Und jetzt? Hier vorne irgendwo. Ah, das ist wieder ein Anzeigebug. Ja, Jerome. Wo ist der Jerome? Jerome ist nirgends hier. Der ist einfach nicht hier. Der ist nicht hier. Kann man nichts machen. Dann gehen wir einfach nach Eferias. Kurz noch irgendwie Erfahrung bekommen. Kann man nicht Erfahrung bekommen hier. Gibt's sonst irgendwelche Quests, Mann, hier in Raira nicht? Hat sie irgendwo Gegner, die man töten kann, die Erfahrung geben? Ja, Orkkrieger. Die Golems sind noch zu... Ja, okay, Steingolem. Kennen wir ein paar Steingolems. Jetzt können wir natürlich wieder buffen. Oh mein Gott. Wieso sind es keine Auren oder sowas? So muss man die ganze Zeit buffen. Das ist nur Scheißtag. Games mit zu viel Buffs sind scheiße. Das ist auch bei World of Warcraft so. Das mochte ich auch nicht, irgendwie 20 Buffs anwerfen, bis man endlich schlachten kann. 570 Schaden. Yeah. Nice, nice. Level 27. Jetzt haben jetzt nur noch 9 Levels, dann bin ich bei der Monika. Gleich levelig wie die Monika. Ja, habe ein bisschen Rückenweh. Aber es geht. Ich habe so einen bequemen Sessel. Kann ich mich ein bisschen entspannen. So. Zu viel Anspannung auf den Rücken beim Training und so. Ist nicht gerade gut. Aber das stärkt den Rücken. Schmerzen. Verheißen auch etwas Gutes, wenn man nicht übertreibt. Die haben Angst bekommen, weil Xamtor 3 Baban getötet hat. Ja, jetzt sammeln sie, jetzt kommen sie dann mit ganz Isios und töten Xamno. Xamto. Und da kommen sie zu mir, so 20, 30 Truppen.
meinen, ich wäre der Super Ober Pro mit meinen 27 jungen Levels. Oh mein Gott. Schade, dass ich nicht das aufgenommen habe. Ich war auf dem Weg zu Alga, oder? Ja, Alga war ich. Und dann kamen ungefähr über 50 bis 60 Leute und griffen mich einfach allesamt sofort an. Ich konnte nicht mal abhauen. Unbedingt mussten sie mich töten. Und die haben ungefähr an mich 10.000 Schaden gesamt angerichtet. Und bei der Monika hatte ich das Schild, also das Schild hat mich noch gerettet. Oh, waren die böse auf mich. Das war so peinlich von den Eisen. Sowas von peinlich. Wir müssen zu 50, zu 60, zu 60, zu einer Level 36 Beschwörerin. Wir müssen sie töten. Um jeden Preis, die ist zu stark. Nein, wir schaffen es nicht. Weiter, setzt eure besten Attacken ein, bis sie stirbt. Und dann, pum, bin ich zermanscht worden. Tja. So fühlt man sich ganz klein, wenn man so für 55 angegriffen wird. Aber immerhin bin ich dann mit Ruhm gestorben und hab dann das gesamte Syrtis Reich auf sie gehetzt und das waren um einiges mehr. Das war dann wieder eine einseitige Schlacht für Syrtis. Hui. So, Ork. Sag ich schon, Ork, Troll, wo bist du? Hey, Troller. Da bist du, oder? Ja, da ist der Trolli. So, Dille. Boah, hab ich viele Erfahrungen bekommen.